Hallihallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch ein weiteres Meisterwerk des fantastischen Films mitgebracht, und zwar David Cronenbergs Naked Lunch aus dem Jahr 1991, der jetzt seit dem 28. April 2023 von Turbine Medien in drei verschiedenen Mediabook-Versionen auf den Markt gebracht wird oder wurde. So, das hier wäre einmal das Cover mit dem internationalen Artwork. Dann haben wir aber auch noch die sogenannte Art Edition, die schaut so aus. Ja, da ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Ein wunderschönes Artwork, gefällt mir großartig. Und dann haben wir noch einmal hier dieses Artwork, das ist das deutsche Artwork, also das deutsche Kinoplakat. Auch das hat etwas für sich, und ich muss leider ganz ehrlich sagen, von diesen drei Cover-Varianten ist das hier auf dem Tisch liegende in meinen Augen das unspektakulärste. Aber ja, es ist halt so, und zum Auspacken reicht das ja auch absolut. Ich will euch ja nur zeigen, wie das Mediabook aussieht, und das ist wohl bis auf das Artwork von außen identisch. Sogar hinten drauf, also dieses Vorlageblatt, das ist wohl bei allen drei Versionen identisch, soweit ich das im Blick habe. So, wir packen das mal aus. Interessant wäre vielleicht noch zu wissen, es handelt sich hier um eine 4-Disc Mediabook Deluxe Edition, die den Film als 4K Ultra HD Disc, als Blu-ray und zwei Blu-rays gibt es noch als Bonus obendrauf enthält. Das heißt also, wir haben den Film hier, wie es auch hier unten zu lesen steht, mit einer brandneuen 4K-Restauration auf der Ultra-HD-Scheibe. Und ich denke, dass auch die Blu-ray, die hier mit drin liegt, von diesem neuen Transfer profitiert. Auf jeden Fall. Ich denke mal, besser kann man diesen Film nicht präsentieren als jetzt in dieser Art und Weise. So, wir haben einmal diesen Aufkleber hier vorne drauf. Den schauen wir uns jetzt noch mal etwas genauer an, bevor er in den Müll wandert. Da steht nämlich alles drauf, was ihr wissen müsst, nämlich, dass es sich um eine, ja, wie ich eben schon gesagt habe, 4-Disc-Edition handelt mit HDR, mit Dolby Vision. Und ja, limitiert ist das Ganze auf 500 Stück. Dann haben wir hier noch die Altersfreigabe, und ja, mehr brauchen wir auch nicht, weg damit. So, hinten drauf haben wir ein Vorlageblatt, das auch nur drauf liegt und nicht verklebt ist. So lobe ich mir das, das schauen wir uns gleich an. Jetzt schauen wir uns erstmal das Artwork vorne drauf an. Das zeigt den Hauptdarsteller Peter Weller, ist das, ja, der Robocop. Des Weiteren haben wir noch Roy Scheider mit drin, Ian Holm, Judy Davis, Julian Sands. Also der Film ist auch so hervorragend besetzt. Und, ja, man muss ihn wirklich mögen. Es ist ein etwas anderer Film, aber naja, nicht? So ist das halt mit Geschmäckern. Auf dem Spine haben wir ebenfalls Naked Lunch drauf, stehen hier oben das Logo von Turbine, hier unten nochmal das Cover Artwork, dann den Hinweis auf Blu-ray und 4K Ultra HD Disc, und auf der Rückseite haben wir diesen Burschen hier. Ja, auch schön, aber etwas unscharf. Ja, nee, da muss ich jetzt sagen, das ist etwas unscharf. So, dann hatte Turbine ja bereits angekündigt, dass sie zugunsten der gleichbleibenden Preise die Qualität der Mediabooks etwas runterschrauben wollen. Ob damit diese Dellen hier gemeint sind, die auch durchaus beim Versand hätten reinkommen können, weiß ich nicht. Abgesehen davon muss ich sagen, ist das ein Mediabook, das nach oben und unten hat es keine Bewegung, zur Seite ist natürlich ein bisschen, aber jetzt nicht übermäßig. Und das Booklet, wenn ich mir das so ansehe, das ist auf jeden Fall ziemlich üppig. Dann schauen wir uns jetzt mal die Vorlagekarte an. Da haben wir hinten eine kurze Inhaltsangabe, ein paar Bilder aus dem Film. Dann hier das Bonusmaterial, massenhaft ist hier drauf. Es steht auch unten nochmal in der Infobox, und auf blu-raydisc.de könnt ihr es natürlich auch nachlesen. Den Link dazu findet ihr ebenfalls unten in der Infobox. Dann haben wir hier die Credits, die Produktspezifikationen der einzelnen Discs. Und hier unten noch die Urheberrechtshinweise. Und auf der Rückseite haben wir die Reste einer Kakerlake. So, und ja, noch so ein paar Fragmente des Textes, der hier geschrieben wurde. Jetzt schauen wir uns das Ganze von innen an. Wir haben hier vorne einmal die Ultra-HD-Disc drin liegen. Die schaut so aus. Dann haben wir hier noch die Blu-ray-Disc drin liegen. Die schaut so aus. Dann haben wir hier eine Visitenkarte des Kammerjägers mit drin liegen. Also das ist schon mal,
Ja, das finde ich, ne, das ist gar nicht, oder? Doch, das ist es. Ja, also finde ich schon mal cool. Ja, so ein kleines Gimmick noch mit dabei. Ist das der Kammerjäger? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, eine Visitenkarte liegt auch noch drin. Ob man da anrufen kann, ich weiß es nicht. Versuch's einfach mal und schreib's in die Kommentare. So, dann haben wir hier hinten noch eine weitere Blu-ray mit Bonusmaterial, die so ausschaut, und noch eine vierte Blu-ray-Disc, beziehungsweise eine vierte Disc, eine zweite Bonus-Blu-ray, und die enthält A Man Within. Ja, also ein Bonusfilm, eine Dokumentation ist das, glaube ich. Ich weiß es aber jetzt gerade nicht genau. Und ja, der ist hier auch noch mit drin. Dann haben wir hier auch noch einen farbigen Innendruck. Auch hier wieder die Kakerlake. Die, ja, es spielt eine wichtige Rolle, scheinbar, nicht? Ja, schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr wisst, was es mit den Kakerlaken auf sich hat. So, dann räume ich die Discs mal wieder rein, damit wir uns das Booklet anschauen können, so etwas vorsichtiger. Ja, das war jetzt natürlich nicht ganz optimal gelöst von mir. Haha, hat geklappt. So, die Karte legen wir mal zur Seite, damit wir uns das Booklet in Ruhe anschauen können. Das ist, wie schon eben erwähnt, ziemlich üppig. Wir haben hier, wie viele Seiten haben wir? Steht's drin? Na, muss doch drin stehen. Hier. Oh wei, ja. 45, 47, 48 Seiten. Ein 48-seitiges Booklet, das ist schon mal eine Ansage. Also geil. Ja. Allerdings, was mir hier direkt auffällt, das Papier dieses Booklets ist etwas dünn. Deutlich dünner, als ich das von Turbine gewohnt bin. Vielleicht ist das auch schon das erste Eingeständnis an den Preis, also an die Qualität. Aber gut, komme ich jetzt eigentlich mit klar. Apropos, ja, der aktuelle Preis liegt im Turbine-Shop bei 38 € hierfür. Und ja, ich sag mal, für ein Booklet wie dieses hier, also so ein umfangreiches Booklet, übrigens sehr, sehr viel Text, wenn auch etwas sehr klein geschrieben, und also da kriege ich jetzt schon Kopfschmerzen. Das ist meines Erachtens etwas zu klein. Dann haben wir hier eine doppelseitige, nein, das ist kein Bild aus dem Film, das ist der Autor, soweit glaube ich. Ich glaube, das ist der Autor, also der Romanvorlage. Aber ich will mich da jetzt auch nicht festlegen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diesen Film damals mal gesehen und es war viel, viel, viel zu früh. Und da kann ich eigentlich gar nicht viel zu sagen. Gut, das hier ist jetzt ein Pressebild, kein Bild aus dem Film, auch das also in dem Sinne vollkommen in Ordnung. Also hier ist sehr viel Text drin. Also wie gesagt, also wir haben für 38 € haben wir hier ein sehr üppiges, umfangreiches Booklet. Wir haben ein Mediabook, wir haben eine 4K-Disc, wir haben einen Bonusfilm auf Blu-ray und noch eine Bonus-Blu-ray und den Film auch nochmal auf Blu-ray. Also drei Blu-rays, eine 4K. Da kann man für 38 € wirklich nicht meckern. So, hier haben wir Julian Sands nochmal, ja. Den kennen wir ja vielleicht auch. Ja, das ist uns auch ganz tragisch. Der Julian Sands, der ist vor einiger Zeit, ist der, ich glaube, zum Wandern ist der aufgebrochen und dann war er weg. Ich weiß gar nicht, ob es da mittlerweile schon was Neues gibt, aber Julian Sands ist quasi verschollen. Ja, also es wäre sehr interessant zu wissen, was da mit ihm ist, ob er noch lebt. Also ich hoffe es auf jeden Fall. Naja, gut, ja. So, dann haben wir hier das erste wirklich doppelseitige Bild aus dem Film. Gut, hier eben hatten wir auch nochmal, ja, das hier. Also das ist das zweite doppelseitige Bild aus dem Film. Und hier sehen wir leider auch schon an der Falz, das ist nicht hundertprozentig sauber verarbeitet, weil wenn wir uns das hier anschauen, ja, also da fehlt doch was. Das ist so, als wenn zwei Bilder zusammengestoßen würden, die in der Mitte halt ein bisschen was vermissen lassen. Ja, auch hier haben wir wieder, wie ich bei Cape Light ganz oft bemängle, das hier ist jetzt Turbine, nicht Cape Light, aber das bemängle ich bei Cape Light in letzter Zeit häufig, dass, wenn man das Booklet hier sich anschaut, dass die ab der Mitte hier so eine Welle schlagen. Das heißt, es ist nicht hundertprozentig verarbeitet. Das ist eine Schlamperei. Hier auch, ja, ein doppelseitiges Bild aus dem Film, und hier sehen wir an dem Gesicht des Liebhabers, dass das Ganze verzerrt ist, ja. Also das ist einfach schlecht verarbeitet. Das ist schade. Es ist wirklich schade, weil das hier ist wirklich ein Fehler, der sich vermeiden lässt, wenn man in der Endabnahme noch mal genauer drauf schaut. Also sowas hier, das würde ich dem Hersteller um die Ohren hauen. Es ist zwar nur, was weiß ich, ein halber Millimeter oder was, aber das macht halt das
Gesamtbild irgendwie kaputt. Und das ist nicht in Ordnung. Ja, also irgendwie, weiß ich nicht. Das macht mich traurig. Es macht mich traurig, ein ansonsten solides, wirklich gutes Mediabook mit so viel Text, dann mit so einer Kleinigkeit. Aber ja gut, das ist jetzt auch Meckern auf hohem Niveau, das ist mir auch klar, aber gut, aber ich will es auch angesprochen haben. So, dann haben wir jetzt hier noch die ganzen Quellen und hier haben wir den Autor Christoph N. Kellerbach. So, wunderbar. So, ungelesen kann ich sagen, das Booklet ist lesenswert, weil von Christoph N. Kellerbach geschrieben, da können wir sicher sein, dass hier was Vernünftiges drin ist. So, und jetzt nochmal ganz kurz, die Außenseite des Booklets hat dickeres Papier. Nur die Innenseiten sind so dünn. Ja, das kann also auch durchaus sein, dass man das gemacht hat, weil es sonst zu dick geworden, obwohl, nee, da wäre Platz gewesen, da hätte man auch dickeres Papier nehmen können. Gut, aber ja, ist halt so. Hetzte, hast du aber nicht. In diesem Sinne, das war's auch schon, das Unboxing zu Naked Lunch. Erhältlich, wie gesagt, seit dem 28.04. für aktuell 38 Euro im Turbine-Shop. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare, schreibt mir auch in die Kommentare. Wenn es euch nicht gefallen hat, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts hier verpasst, wenn der Michi mal wieder Quatsch von sich gibt. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, bleibt gesund und bleibt geil. Seid schlau, schaut blau, euer Michael Speyer. Oder war nix? Nee, dann hat er nichts.